Es fokussiert sich alles auf den aktuellen Amtsinhaber, auf den 46. Präsidenten Joe Biden, der ja im Vergleich zu den Mumien des Kairo-Museums, des ägyptischen Museums in Kairo, ja wirklich instabil wirkt. Also ich glaube, dass in jeder Gruft und wie gesagt auch in jedem Sarkophag in Kairo mehr Stimmung herrscht als im Weißen Haus. Auch mehr Sportlichkeit, mehr Dynamik. Faktum ist, Joe Biden ist seit Jahren nicht mehr amtsfähig. Joe Biden ist physisch wie auch psychisch nicht in der Lage, sein Amt als US-Präsident auszuführen, geschweige denn einen Wahlkampf durchzustehen, geschweige denn die nächsten 4 Jahre als 47. US-Präsident zu dienen. Das heißt, die Momentaufnahme ist ja relativ desaströs und der gelernte amerikanische Wähler weiß, die Periode dauert 4 Jahre. Das heißt, man wählt nicht Joe Biden, sondern man wählt in Wahrheit den Vizepräsidenten, der dann irgendwann in 1, 2 Jahren übernehmen will. Auf dieses Risiko lässt sich niemand ein und daher ist die Absetzbewegung auch der Demokraten insoweit eingetreten, dass immer mehr Menschen sagen, na gut, wenn es das System nicht anders haben will, dann wählen wir wieder Donald Trump. Und ich sage das seit 3 Jahren, wenn Joe Biden nicht zurücktritt von sich aus, seine Kandidatur zurücklegt, wenn nicht Michelle Obama als demokratische Präsidentschaftskandidatin ins Rennen geht, also wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wird Donald Trump mit 60-65% der nächste US-Präsident und er ist in Wahrheit unschlagbar, auch aufgrund der Alternativenlosigkeit anderer Kandidatinnen und Kandidaten. Michelle Obama in dieses Interview geworfen. Bleiben wir ein bisschen bei Michelle Obama. Kann sie wirklich zaubern? Wird sie überschätzt von den Überlegungen her, dass man sagt, sie ist eine Schwarze, sie ist eine Frau, sie würde eben viel frischen Wind allein schon aufgrund dieser Merkmale mit in diese Wahl hineinbringen. Sie könnte wirklich richtungsweisend historisch werden für die USA, wenn sie antreten würde. Wie stark ist Michelle Obama, wie stark ist ihr Image und ja, könnten sich die Demokraten tatsächlich dazu hinreißen lassen, dass man sie jetzt nominiert? Was müsste dann noch alles passieren, damit es soweit kommt? Politik ist Emotion und die Emotion liegt sicherlich bei Michelle Obama. Warum? 60-jährige Frau, das unterscheidet sie einmal vom 83-jährigen Windelträger Joe Biden. Zweitens, Michelle Obama bringt einen Satz unfallfrei heraus, auch das unterscheidet sie vom derzeitigen Amtsinhaber Joe Biden. Drittens, die Sympathiewerte sind natürlich auf ihrer Seite, nicht zuletzt deswegen, weil sie ja First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika an der Seite von Barack Obama war und als solche ja keine schlechte Rolle gespielt hat. Das heißt, unabhängig, ob Michelle Obama politische Erfahrung besitzt oder nicht, oder sie sich diese in den letzten 8 Jahren ihrer Zeit als First Lady aneignen konnte, die Sympathie würde für sie sprechen. Warum? Weil sie natürlich auch das Positive in den Mittelpunkt rückt. Sie würde den Wahlkampf ihres Mannes Barack Obama, Change, fortsetzen, der Wechsel, der Wandel fortsetzen, das Neue. Da hätten die Demokraten tatsächlich eine Chance. Nur Michelle Obama ziert sich wie die Jungfrau vor dem Kinde und will es einfach nicht. Ganz im Gegenteil, ich höre aus den sogenannten demokratischen Kreisen, dass derzeit die Demokraten überhaupt keinen anderen als Joe Biden ins Rennen schicken wollen, weil sie sagen, jeder kann im Kampf gegen Donald Trump nur verbrannt werden. Das heißt, wir haben es mit einer Selbstaufgabe der amerikanischen Demokraten zu tun. Ist gut so. Ich bin der Meinung, Donald Trump tut Amerika gut. Donald Trump tut vor allem uns Europäern gut, weil er uns endlich Selbstständigkeit lehrt und uns auch erklärt, dass die USA nicht die Chefgouvernante der Europäer sind. Vielleicht kommen wir dann auch einmal drauf in Europa, unsere eigenständige Sicherheits- und Außenpolitik zu machen und nicht ständig auf Geheiß der Amerikaner zwischen den Stühlen zu sitzen. Das wird aber nicht der einzige Grund sein, warum Sie Donald Trump befürworten als US-Präsidenten. Was sind noch Punkte bei Donald Trump, wo Sie glauben, dass er gut für die österreichische, für die amerikanische, aber auch vor allen Dingen für die Weltpolitik wäre? Recht einfach. Eine Litanei von US-Präsidenten haben die letzten 30 Jahre Kriege begonnen. Es hat bei George Bush Senior angefangen mit dem Irakkrieg. Es hat sich fortgesetzt mit Bill Clinton, aus meiner Sicht einem der größten Kriegsverbrecher, bis hin zu George Bush Junior, der mit einer gefakten Giftgasflasche den Irakkrieg aufflammen ließ, bis hin zu Barack Obama,
der den sogenannten arabischen Frühling dazu nutzte, den gesamten arabischen Raum zu destabilisieren, dass uns in Europa seit 2015 den sogenannten Flüchtlingstsunami beschert hat. Also wir Europäer sind immer die, die für die weltpolizeiliche Tätigkeit der USA die bittere Zeche zu zahlen haben. Das war unter Donald Trump nicht so. Ich darf daran erinnern, dass die Amtszeit von Donald Trump gekennzeichnet war, dass kein einziger Krieg begonnen wurde. Ganz im Gegenteil, dass Kriege beendet worden sind, dass Soldaten heimgeholt worden sind und dass die America First Politik, im Übrigen in der Tradition von Ronald Reagan, Donald Trump insofern fortgesetzt hat, dass er auch mit seinem gedrohten Rückzug aus der NATO einmal den Europäern erklärt hat, Freunde der Blasmusik, ihr seid nicht an unserem Gängelband, ihr Transatlanten, sondern macht endlich eure eigenständige Wirtschafts-, Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist ein Segen gewesen in Wahrheit. Ich weiß schon, dass das Angela Merkel, Emmanuel Macron und wie sie alle heißen, anders sehen. Denn sie sind in Wahrheit immer die, die sich an den großen Bruder anlehnen wollen. Ich bin der Meinung, Europa muss ein eigener, starker Kontinent sein und darf sich nicht in diesem Gefälle zwischen USA und China zerreiben lassen. Wir sehen es ja die letzten 2,5 Jahre, wie wir auf Geheiß der USA von Joe Biden in einen Krieg mit Russland getrieben, aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges, eines Wirtschaftskrieges, den wir längst verloren haben. Wir werden in einen Wirtschaftskrieg mit China getrieben. Unsere Industrie brechen die Füße weg, unsere Arbeitsplätze sind in Gefahr und die Amerikaner reiben sich die Hände. Es ist wirklich Zeit für den guten alten Kontinent Europa endlich erwachsen zu werden, denn dieses ständige Gängeln an der Seite der USA ist untragbar und Donald Trump wäre ein Garant dafür. Glauben Sie denn auch, dass Donald Trump an einem Frieden in der Ukraine beteiligt sein könnte, beziehungsweise dass er vielleicht die Weichen für einen Frieden in der Ukraine stellen könnte? Der Krieg hat begonnen, nachdem Donald Trump zurückgetreten ist, also nachdem Donald Trump nicht mehr gewählt worden ist. An diesem Tag hat in Wahrheit der Krieg begonnen und Wladimir Putin hat gewusst, solange der erratische Donald Trump nicht im Weißen Haus sitzt, habe ich nichts zu befürchten und marschiere in der Ukraine ein. Donald Trump ist in Wahrheit für alle anderen Staatenlenker so unberechenbar, dass manche glauben, es ist ein schwerer Nachteil. Ich glaube persönlich, es ist ein großer Vorteil, dass die USA nicht mit Waffen, sondern allein durch Respekt Kriege verhindern. Ja, und ich glaube, Donald Trump ist in der Lage, mit Wladimir Putin den Krieg zu beenden, denn es ist ein Krieg zwischen den USA und Russland und die Ukrainer sind die nützlichen Idioten, wie wir Europäer, die nützlichen armen Idioten, wie ich hinzufügen will. Wer den Krieg beendet, ist klar, es kann nur das Weiße Haus und der Kreml sein, punktum. Und auch im Israel-Konflikt sieht es ähnlich aus. Sehr viele Knesset-Abgeordnete, unter anderem habe ich auch mit einem gesprochen, sagt Donald Trump, wäre für uns ein Segen, denn nur er ist in der Lage, diesen Krieg, Stichwort Gaza, Hamas, Israel endlich zu beenden, weil er im Nahen Osten auch wieder die Stärke der USA zeigen könnte. Und Teheran legt sich mit vielen an, aber sicherlich nicht mit den USA.